Hallo, hier ist Gigi, die Graffe. Tja, ihr Lieben, ich habe ein dunkles Outfit. Warum? Wir gehen zu einer Beerdigung. Aber weil diese Angelegenheit auch ein bisschen an Komik hat, wollte die Gigi, meine liebe Graffe, sich nicht entsprechend dunkel anziehen. Man muss ja auch auf die Bedürfnisse seiner Tiere eingehen. Ja, wie fängt die Geschichte an? Ein guter Bekannter von uns, der hatte ein Gebrauchsauto. Ihr kennt das ja, man kauft so ein Auto, so die ersten 4 Wochen läuft alles prima und dann fangen die Reparaturen an. Und so war es auch. Tja, und dann musste er laut der Werkstatt einiges reparieren lassen. Das war nicht billig. Das kostete nämlich 550 Euro. Und was fiel noch an? Der TÜV. Ja, das muss auch sein. Die Plakette braucht man ja, das wissen Sie ja. Jetzt ist er hingefahren und hat alles sich schön machen lassen in seinem gebrauchten Schlitten, ging auch zu dem TÜV und bekam den beliebten Stempel für 2 oder 3 Jahre. Die Gigi fährt ja kein Auto, die weiß nicht, wie lange sowas dauert. Jedenfalls kommt er aus dem TÜV raus mit seinem Auto, stolz wie ein Baron, fährt auf die Straße und was passiert? Die Gigi hat es mitgesehen. Ein Leichenwagen fährt auf den Mann drauf. Tja, und alles an dem Gebrauchtschlitten war kaputt. Ja, hinten alles eingebeult, das Dach kaputt, die Seite. Und die Gigi und ich haben gefragt, und was war mit der Leiche? Ja, die Leiche lag noch ganz lieb in ihrem Sarg. Aber sie muss wohl im Leben so viel erlebt haben, dass sie sich gedacht hat, selbst wenn ich zu der Beerdigung muss, wo wir ja alle mal landen, arme Gigi, wir auch, dann werde ich noch mal der Menschheit einen Schlag versetzen. Und das hat die Leiche wirklich gemacht. Ja, der Schaden, davon brauchen wir nicht zu reden. Alles muss an diesem Gebrauchtwagen wieder neu gemacht werden. Und wir, die Gigi und ich, ja, wir konnten darüber nur noch lachen, dass der Leichenwagen dieses Unglück verursacht hat. Oder war es vielleicht doch die Leiche selber und ihr Geist? Wir wissen es nicht. Aber wir werden dieser verstorbenen Person unser letztes Geleit geben. Gigi, wir dürfen dabei aber nicht lachen. Wir wollten euch nur sagen, passt auf, wenn ein Leichenwagen hinter euch herfährt. Na, ihr wisst schon, was passieren kann. Nachher haben wir nicht eine Leiche, sondern Gigi 2. Bis dann mal mit traurigen, wahren und humorvollen Geschichten von der Gigi Heike. Tschüss, lasst es euch gut gehen, lebt im Leben und genießt es. Tschüss.